Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Wir planen diese Folge, den Schläfertempel zu stürmen, den letzten Priester wegzuholzen, den Schläfer fertig zu machen und damit alle Gefangenen der Strafkolonie Kurines zu befreien. Wenn du Bock hast, bleib dran. Und wir müssen jetzt so gucken, kommen wir hier runter? Ich probiere mal den Bungee Jump. Ohne Seil, versteht sich. Der hat nicht geklappt. So, was können wir denn machen? Ich weiß, was wir machen können. Das wird definitiv funktionieren. Und zwar, ich habe mir letzte Folge eine ganze Menge Spruchrollen besorgt im alten Lager, weil ich da nochmal kurz zu Besuch war. Hab jetzt hier Verwandlung Bloodfly. Und die Bloodfly, die kann keinen Fallschaden bekommen. Denn die fliegt. Zack. Easy. Ui. Da ist ja noch ein Razor. Oh, da können wir mal direkt unsere neue Waffe ausprobieren, Mensch. Wir haben ja jetzt Orizil, das heilige Schwert oder das Schwert, was wir im Schläfertempel gefunden haben, aufgeladen. Und bisher schneidet es schon gar nicht schlecht, ne? Also Steak, boah, kriegt es bestimmt auch durch. Laser, 120 Schaden ist gut. Ich müsste mich aber auch mal beißen lassen, denn wir haben unsere Rüstung ja maximal heftig verstärkt. Komm, beiß mal zu. Zeig mal, Malte. Wie viel Schaden machst du? Ja. Das ist definitiv eine Rüstung, mit der man AFK gehen kann. Jau. So. Oh, da vorne ist auch ein Feuerwehrmann. Wie viel Feuerschutz habe ich? 65. Wollen wir uns mal von den treffen lassen? Komm, wir lassen uns mal von dem treffen. Und gucken mal, was da so an Schaden durchkommt. Komm. Was geht? Ja, der macht noch gut Schaden. Der macht noch gut Schaden. Ach, guck mal, ein Elixier der Stärke, das habe ich gar nicht gesehen. Wo habe ich jetzt schon wieder die Billo-Tränke her? Ich glaube, die habe ich gelootet. Aber gut, wir haben mehr als genug 100er-Tränke. Damit kommen wir zurecht. So, hallo Urschak. Hast du was Neues zu erzählen? Nein. So, mit Ulumulu gehen wir jetzt nicht durch, sondern wir prügeln uns durch, denn wir brauchen ja die Statue vom Horst, vom Hort. Und das wird denen sowieso nicht gefallen. Das heißt, wir machen die jetzt alle einfach kaputt. Machen uns sowieso keinen Schaden mehr hier, die Orks. Weg da. Hier kommt Rambo. Fällt mir doch glatt was ein. Lass nicht mal mein Schwert wegstecken. Lass nicht mal mein Schwert wegstecken. Wer das noch nicht kannte, Fernkampfwaffen sind die einzigen Waffen in Gothic 1, die Flächenschaden machen. Ja, das gibt's. Also Waffen, ich rede nicht von Magie. Natürlich macht Magie auch Flächenschaden. Aber ihr könnt tatsächlich mit Bolzen, aber auch mit Bögen, durchschlagende Treffer machen. Warum auch immer die sich teilweise gegenseitig angreifen. Nee, bleib stehen. Also die niedrigen Orks, die hauen sogar ab. Ja, Urshak hat leider dann nicht mehr so viele Freunde, wenn er hierhin zurückkommt, aber wir haben einen Plan. Und für diesen Plan müssen wir in den Tempel. Und damit wir in den Tempel kommen, müssen wir leider eine ganze Menge. Müssen wir einfach hier durch die ganzen Orks einmal durch. Na toll. Jetzt hauen die schon wieder ab. So, und falls ihr euch fragt, wieso der Schaden variiert in Gothic 1 vom Fernkampf her, ich erkläre es euch mal kurz, falls ihr es noch nicht wusstet. Also, der Schaden einer Fernkampfwaffe in Gothic 2 wird in keinstem Fall durch Geschick bestimmt. Geschick bestimmt nur die Trefferchance. Das heißt, wenn ihr ganz viel Geschickskill in Gothic 1, trefft ihr sehr gut. Der Waffenschaden bestimmt den Schaden der Waffe.
Und wenn ihr mal mehr Schaden macht, ist es ein kritischer Treffer. Und ich meine, ein kritischer Treffer ist 3- oder 4-facher Schaden. Des normalen Schadens. Ich mache leider gerade ein bisschen zu viel Schaden, sonst könnte ich es einmal nachgucken. Was jetzt im Endeffekt der richtige Schadenswert ist. Aber vielleicht finden wir ja nochmal was, wo wir nachgucken können. Die sind viel zu weit weg, die können mich gar nicht abballern. So. Und die kritische Trefferchance seht ihr hier oben. Da. Bei Armbrust ist es der höchste Wert mit 40%. Was an sich eigentlich das Spielen mit einer Armbrust in Gothic relativ lustig macht. Sofern man, also wenn man früh mit Armbrust spielen möchte und auch gut Schaden machen möchte, muss man einfach Gardist werden. Kommt man gar nicht drum herum. Haben wir aber in dem Run nicht gemacht, haben wir nämlich in einem älteren Let's Play gemacht, was es mittlerweile nicht mehr auf YouTube zu finden gibt. Ich habe es nämlich offline genommen. So, wir brauchen einmal die Telekinese. So, aber genug vom Theory Crafting und back to the topic. Der Schläfer kriegt jetzt gleich richtig Fett aufs Fressbrett. Aber erstmal brauchen wir das hier. Los, komm. Dankeschön. Jetzt können wir nämlich hier wunderschön das Türchen aufmachen. Schläfer! Aufs Maul! Töten wir ihn eigentlich oder verbannen wir, wie das uns vorgeschlagen wurde? Also ich hätte gesagt, wir töten ihn einfach. Jetzt kommt mir nicht mit, man kann den nicht töten. Man kann ihn töten. Das geht. Wenn ihr nicht weiß, wie, zeige ich noch. So, mal hier kurz Fackel an. Na, die haben mir die Lichter, glaube ich, ausgemacht. Hier ist ziemlich dunkel drin. Ich komme mir schon fast vor wie bei Outlast. Mensch. So. Und falls sich irgendjemand zwischenzeitlich die Frage gestellt hat, gibt es auch Gothic 2? Ja. Wann? Weiß ich noch nicht. Direkt danach? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Einfach dranbleiben. Auf die Uploads achten. Dafür muss man den Abo-Button drücken. Ne? So. Sind wir mal vorne wieder über den Dingens drüber. Warte mal, wir können auch die Abkürzung nehmen. Dann brauchen wir keine Kletteraktion machen. Die Abkürzung. Also Minecrawler. Ruhe da. Voilà. So. Fackel wieder her. Und weiter jetzt. Ach, hier ist ja noch einer. Meine Herren. Also was hier so am nächsten, so neben den Sachen, die sowieso schon laufen, der Dark Souls wird ja wahrscheinlich noch ziemlich lange dauern, gehe ich von aus. Ich kann es halt nicht einschätzen, denn ich habe Dark Souls nie weiter als die Gargoyles gespielt. Da bin ich jetzt aktuell etwa, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme zumindest. Outlast dürfte fast fertig sein zum jetzigen Zeitpunkt oder sogar fertig. Und dann wird ja ganz klar sich so indirekt gewünscht von denen, die zumindest sich zu Wort melden, Enderal. Und Enderal dauert lange. Ne? Aber Spielvorschläge könnt ihr natürlich gerne machen. Die sollten natürlich in dem Sinne jetzt nicht so, oh, ich würde gerne mal sehen, wie du das spielst, sondern es sollte schon was sein, was man auch schön spielen kann und in so einem Let's Play-Format unterbringen kann. Denn manche Spiele sind wirklich sehr langatmig. Und farmlastig. Da gerade für so ein Uncut-Projekt ist das nicht so geil. So, jetzt habe ich aber genug geschwafelt. Wir sind jetzt endlich wieder bei dem Punkt, wo uns wir letzte Folge, ich glaube es war letzte oder vorletzte Folge, den Hosenboden voll versaut, wo man uns versohlt hat. Und jetzt ist Payback-Time. Jetzt, genau jetzt, wirst du nicht mehr davon kommen mit deiner hässlichen Rüstung. Ich habe eine bessere.
Gute Güte, mache ich keinen Schaden. 20. Also irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Denn das dauert deutlich zu lange. Todesrauch hat er. So, ich würde sagen, irgendwas stimmt mit meinem Schwert gerade nicht. Ich speichere mal kurz. Ich mache mal kurz Pause, starte das Spiel, aber mir fehlt hier so ein bisschen der Zusatzeffekt, der Feuerschaden. Bis gleich. So, dann wollen wir mal sehen, ob das jetzt klappt. Also, Priester haben wir ja schon weggeprügelt, aber jeder, der hier schon mal war, weiß, dass eigentlich Uriziel auch noch einen Proc-Effekt hat. Und bei den 15.000 Schlägen, die ich gerade verteilt habe, dass der nicht einmal aufgeplöppt ist, ist sehr fragwürdig. Ganz klare Sache. Das ist sehr, sehr fragwürdig. Komm her. Okay. Fehlt noch einer. Oh, der macht ja gar keinen Schaden, der Templer. Ist jetzt hier vorne nicht noch irgendwo einer? Nein? Nur zwei Stück? Waren hier nicht mal drei? Naja. So. Hübsches Tor. Hübsches Tor. Ganz klare Sache. Da machen wir mal das Türchen auf. So. Erstes Schwert. Zweites Schwert. Nummer 3. 4. Und 5. Nice. Ist jetzt nicht meine Inneneinrichtung, also. Aber ja, gut, kann man drüber streiten. Mach mal Licht an hier. Man sieht ja gar nichts. Ach, Xardas. Wir haben nicht viel Zeit, also höre mir genau zu. Wie kommst du? Der Schläfer ist nicht mehr weit. Ich musste all meine Kraft aufbringen, um zu dir zu gelangen. Ich habe die orkischen Prophezeiungen übersetzt und herausgefunden, was es mit den 5 Herzen auf sich hat. Die 5 Herzen der Priester, die du besiegt hast, wurden in 5 Schreine gelegt. Diese Schreine können geöffnet werden, aber nur die alten Klingen, welche die Priester bei sich trugen, können die Herzen verletzen. Du musst die Herzen mit den 5 Klingen durchstoßen. Nur so wirst du den Schläfer von dieser Welt verbannen können. Ich verstehe. Beeile dich, denn das Erwachen des Erzdämons ist nahe. Der verrückte Kor Kalom und seine verblendeten Anhänger sind hier. Sie haben sich in der Halle des Schläfers versammelt. Ich habe schon genug geblutet. Jetzt wird mich niemand mehr aufhalten. Die Macht des Schläfers wird immer stärker. Ich kann nicht... Was ist los mit dir? Ich muss... Schlafzauber. Haha, hinter dir steht Koranga. Na, so, jetzt sammeln wir aber noch ein paar Sachen hier ein. Ja, warte mal. Hier geht's runter. Das will ich nicht. Ich weiß, dass es hier so Grabkammern gibt. Genau, die hier. Mann, hier muss aber auch mal einer putzen. Gute Güte. Also Kor Kalom und seine verblendeten Anhänger sind unten. Ja, die boxen wir weg, du. Nee, nicht umsonst habe ich hier so viele Spruchrollen mitgenommen. So. Hier kriegt man nochmal eine Menge Aufputschmittel, ne? Also hier sind die ganzen Steroide nochmal verteilt. Jetzt müssen wir noch rüber in den anderen Medizinraum und uns die zweite Ladung Aufputschmittel holen. Dann werden wir nochmal richtig, richtig fett vollgeballert. So, war das hier? Ja. Hier war das. Lange leere Gänge. Ich finde, man merkt zum Schluss hin, also so alles, was so nach dieser Brücke kommt, wie jetzt gerade, dass hier ist ziemlich viel Wert auf Inneneinrichtung gelegt wurde, aber wenig mit Füllung. Das ist wie wenn du solo Minecraft spielst und diese riesen Bauten machst. Alles ist voll, aber ja, sofern du dir nicht irgendwelche Viechers oder Villager heißen sie, glaube ich, mit rein. Was war das?
Okay, der schläft jetzt hier. Mit reinsetzt. Ganz schön leer da drin. So. Hier könnte sogar ein Troll durchpassen. Na, hat man ein bisschen dran gedacht, damit es auch größengerecht ist. Hi. Ja, ja, klar. Als hättest du hier auch nur den Ansatz einer Chance. Da sind die ganzen Templer und Korkalom. Meint der Korkalom hat noch seine ganzen Sachen, die ich ihm gegeben habe? Ich war gerade kurz am Überlegen, mit Leertaste zu springen. Denn in manchen Spielen muss ich mit Leertaste springen. Ja, wenn man so 4-5 Spiele gleichzeitig spielt, da kann man schon mal durcheinander kommen. Also, deswegen lade ich ja auch in Outlast ständig die Batterien nach. Was war das? Hä? Oh! So, hier werden wir jetzt mal kurz einen Speicherstand aufmachen. Ich habe eine Sequenz gerade geskippt. Unabsichtlich. Denn wir werden jetzt das normale Ende spielen. Und das bessere Ende. Ja, ich komme ja schon. Er ist jetzt ein paar Mal gestorben. Schließlich sehen wir uns also wieder. Mein Meister hat mir bereits von deiner Ankunft berichtet. Er kann deine Nähe spüren. Schon bald werde ich ihm näher sein, als ihm lieb ist. Wir werden nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Die Welt steht kurz vor dem Erwachen des Erlösers und keiner kann ihn aufhalten. All die Ungläubigen da draußen werden ihren Preis bezahlen. Und du hast die Ehre, der Erste zu sein, der diesen Preis bezahlen darf. Schläfer, erwache! Hustenbonbon? So, jetzt muss ich kurz warten, dass er hier hochkommt. So, da kommt er ja schon. Der hat einen Assi-Zauber. Weil das kann ich nie ändern. Der nämlich Pyrokinese. So, das will jetzt ein bisschen dauern, bis wir bei ihm sind. Gut ist, dass er mir gar keinen Schaden macht. Aber wirklich gar keinen Schaden. Ich dachte, der macht vielleicht eins. Der verrückte Korkalom. Hau ihn! Los! Na, klasse, das wird eine Weile dauern. Schön. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Ich hab Schiss, dass ich gleich hier wirklich was abbekomme, was auch Schaden macht. Er nicht, nein, nein, der kann nichts. So Korkalom. Der kann nichts. Wo ist er denn? Ach, da vorne. So, komm mal hier rüber. Komm. Komm, weiter. Meine Güte. Hat das schwer. Dann nehmen wir mal die Armbrust in der Hand. Ja gut, dann machen wir keinen Schaden mit, das ist schlecht. Dann gehen wir von hier längs. Das ist auch so nervig, ne? Ich bin ganz froh, dass sie im zweiten Teil den Zauber rausgenommen haben. Wir haben es gleich. So, jetzt kann er nicht mehr weg. Ja, scheiße. Mist, fast hätte ich's. Jetzt aber. So, und jetzt fängt der Schläfer nämlich an, drauf zu ballern. Ich hau nicht ab. Ich stell mich nur um die Ecke. Dass der Schläfer mich nicht angreift. Oh.
Oh, die Novizen machen sogar Schaden. Eins. Mehr als Korkolom. Ich glaube, der ist auf dem Rave. Ist das eine neue Tanzart? Naja gut, wir nehmen mal eben, Kacke, ich habe die ganzen Tränke nicht getrunken. Die ganzen Aufputschmittel nur eingesammelt und nicht mit eingeschmissen. Mann. Ist das dumm. Jetzt ist er fertig geraved. Jetzt hat er Kopfschmerzen. So, 608 Leben. Man startet mit 40. Und über 100 Mana, obwohl wir es nicht einmal geskillt haben. Dauert jetzt ein bisschen. Ja, Sekunde. Lass den Mann austrinken. So viele Putsch-auf-Putsch-Tränke. Das kann nur nach hinten losgehen. Der wird später sowas von auf dem Pott landen. So, wenn der mit so vielen Dienern kämpft, ne? Also ich habe mir extra dafür Ort besorgt. Nämlich, wo ist es? Ne, nicht Dämon. Das ist denn die Armee der Toten? Da! Jetzt ist Payback-Time. Die brauchen ein bisschen. Ich rufe eine Menge an. So. Ich denke, zwei würden erstmal reichen, ne? Ja, zwei sollten erstmal reichen. So, Jungs. Auf in den Kampf. Meine Güte, man sieht ja gar nichts hier. Ich sehe nichts. Muss mal eben Lichtzauber anmachen. Also der Hauptgrund für die ganzen Skelette ist, dass sie sich vor mich schmeißen und irgendwelche Zauber abfangen. Problem ist nur, da, Mist, jetzt hatte ich ihn fast. Da ist er. Die stehen auch ein bisschen im Weg. Den Schaden machen sie nicht. Der Zug ist abgefahren. Wir haben es gleich. Aber der Schutzschild funktioniert gut. Die Flocken. Genau, lacht ihn aus. Hat ihn zerschallert. So. Warte, genau. So, jetzt haben wir, glaube ich, den ganzen Kladderadatsch da unten aufgeräumt. Ah ne, einer sitzt noch. So. Jetzt geht's nur noch dran, die Herzen zu durchbohren. Also das Standardende. Ihr wisst immer noch nicht, was ich mit dem richtigen Ende meine. Ah, da zählt er gleich, keine Angst. So, Jungs, macht mal den Dämon hier. So, nächster. Aua! Wofür habe ich euch angestellt? Ihr sollt euch um den Dämon kümmern. Die Dämons erinnern mich immer an Diablo. Ich weiß nicht warum, aber ich muss immer an Diablo denken, wenn ich die sehe. So, also wer immer Schwierigkeiten hatte bei dem Kampf hier, besorgt euch einfach Armee der Toten. Das ist ein perfektes Schutzschild. Mist. Nochmal. Mann! Ist aber auch nervig hier. So. So,
So, jetzt ist er beschäftigt. Oh, doch nicht. So, baller mal eine Kugel da. Los. Danke. So, letzter. Wir haben es gleich. Upsala. So. Es geht jetzt gleich in den Endcut. In die letzte Cutscene. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Wir sehen uns dann gleich. Aber im Endvideo. Nachdem der Schläfer wieder in seine Dimension verbannt wurde, begab ich mich zurück ans Tageslicht. Die magische Barriere war gefallen, doch für mich fing das Abenteuer damit erst an. Aber das ist eine andere Geschichte. So, jetzt fangen gleich die Credits an. Die werde ich aber nicht durchlaufen lassen. Ich meine, wer sie sich angucken möchte, im Startbildschirm Credits drücken. Bitteschön. Als kleines Zusatz. Okay, Sekunde. So, jetzt aber. Als kleinen Zusatz zu dem, was es jetzt gerade gab. Das Ableben des Schläfers und dem Ende vom ersten Teil. Gibt es aber noch eine Möglichkeit tatsächlich, den Schläfer zu töten. Muss mal eben gucken, ob ich den richtigen Punkt finde. Aber ich meine, den kriege ich schon raus. So, dafür brauchen wir nämlich, deswegen habe ich es auch nicht verkauft. Ich muss mal kurz, auf jeden Fall brauchen wir die Cheat-Konsole. Level 33, ist gar nicht schlecht für einen Abschluss. So, und zwar, was ich euch zeigen möchte, ist, wenn er mich hier gleich mal lässt, wie man den Schläfer töten kann. So, ihr braucht eine Verwandlung Blutfliege. Und dann geht es hier links irgendwo. War das hier? Moment, ich muss mal eben kurz nochmal nachgucken, wo die genaue Stelle war, sonst suche ich jetzt hier einen Wolf. Bin gleich wieder bei euch. So, jetzt habe ich es wieder. Ich bin an der falschen Stelle. Und zwar müssen wir, ist aber ein bisschen dunkel hier. Haben wir hier vorne, obala. Hier vorne hin. Hab ich schon. Ist aber auch schwer mit dem Teil. Ach Leute, man kann ja auch gehen. Oh, lässt er mich jetzt nicht vorbei? Gut, dass ich gespeichert habe. Warte. Ich habe mir jetzt ein paar Videos dazu nochmal angeguckt gehabt. Also wie es geht. Muss man noch eben kurz den richtigen Punkt finden hier. So. Jetzt nochmal Hoppala. Speichern. So, jetzt brauchen wir mal die Bloodfly. Normal jetzt. Ja. Jetzt habe ich's verbuggt. Doch nicht. Tötet er jetzt die Blutfliege? Nein. Und zwar, ich muss mal kurz die Helligkeit da höher stellen. Sonst sehe ich das hier absolut nicht. Warte.
Ne, das will ich gar nicht. Ich will hier Helligkeit. Ach, macht er das so gar nicht? Habe ich irgendwo? Control F11. Wo ist denn hier Helligkeit? Zack. Hier kann man irgendwo hoch. Da war's. So, das dauert jetzt ein bisschen. Moment. Okay, hier vorne ist es nicht. Da müssen wir hier hinten lang. So, jetzt können wir hier oben drauf. Sehr gut. Hier will ich hin. Ich hänge hier fest. So, hier wollen wir hin. So, hier müsst ihr... Hört nicht auf zu laufen. Genau. Also. Jetzt können wir es aber nochmal hier. Von hier oben hat man einen nahezu Safe Spot. Nahezu Safe Spot. Moment, ich gebe dir mal eben kurz Kill Sleeper. So, man müsste jetzt eigentlich mit der Armbrust zum Beispiel von hier runterballern können. Als Beispiel. Seht, kein Schaden. Also. Er hat eine ziemlich hohe Verteidigung, ich zeig's ihm mal kurz. Deswegen habe ich gesagt, wir brauchen den Marvin-Mode. 500 Schutz vor Waffen, 1000 vor Geschossen, 1000 vor Feuer, 500 vor Magie. Eigentlich gibt's nichts, was ihm Schaden macht. Es sei denn, man hat so viel Stärke, dass man diese 500 Schutz auf diese 1000 Lebensenergie one-shottet. Geht das? Ja, das geht. Entweder man benutzt einen Bug oder man benutzt die Cheat-Konsole. So, wir haben jetzt über das normale Spielen 132 Stärke bekommen. Ich habe jetzt nicht mehr die kompletten Stärketränke getrunken. Sind 7 Stück, 7 mal 8. Sind nicht die 1000, die wir brauchen. Selbst mit den Herrschaftstränken hier nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel Exploited oder irgendwas anderes Form von Cheat benutzt, also zum Beispiel Edit Abilities, in die Attributes reingeht und dann sagt, komm, ich habe hier bei Punkt 4 gerne einmal 5000 Stärke. Kein herkömmlicher Weg. Habe ich aber auch nicht gesagt. Und ich will jetzt den Schläfer töten. Safe Kill. Dann. Geronim! Ja, scheiße, ich bin nicht dran gekommen. Ich komme jetzt gar nicht mehr dran. Ich muss mal kurz hier weg. Ich glaube, es ging nur mit einer Einhandwaffe. Habe ich noch eine? Nein, ich habe keine Einhandwaffe. Probleme. Also. Wir behalten den Schläfer mal im Dingens. Ne, keine Chance, ich komme noch nicht dran. Fuck. Das gibt's ja gar nicht. Ich krieg das doch nicht schwer. So, wenn ich... Ich weiß, dass man mit der... Ach du Scheiße, man kriegt's glaube ich mit einer Zweihandwaffe gar nicht hin. Das ist doch nicht dein Ernst. Moment. Gib mir mal eine Einhandwaffe. die ist gut. Danke. Auf ein neues. Nein! Ich krieg's nicht hin. Es gibt's ja gar nicht. Muss ich zwei Einhandmeister haben? Ich weiß, dass man im Fallen das ist. Wie peinlich. Okay, auf ein neues.
Hoppala, den wollte ich ja nicht hier umholzen. Nee, es geht nicht. Krank. Irgendwie so soll es funktionieren. Ich link ein Video rein, wo es gezeigt wird. Ich krieg's jetzt nicht hin. Also so kann man theoretisch von hinten den Schläfer umbringen. Ich hab's jetzt nicht hingekriegt, aber gut. Damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wer jetzt immer noch sich das antut. Und vielen Dank, ne? Und vielleicht auch bis zu einem anderen Projekt. Ciao.